Ich ziehe bald um und passend dazu habe ich mein zukünftiges Zuhause in Sims nachgebaut und komplett eingerichtet. Mit The Sims 4 kann man nicht nur Spaß haben und seine eigenen Geschichten erzählen, sondern auch Wohnungen komplett einrichten und genau das wollen wir heute mit meiner neuen Wohnung machen. Ich habe meine neue Wohnung schon mal hier in Sims nachgebaut, so sieht sie in etwa aus. Da ist bereits eine Einbauküche drin, die sieht ungefähr so aus und ein Bad ist ebenfalls enthalten. Sie ist im dritten Stock. Fürs Wohnzimmer habe ich bereits ein kleines Farbschema und zwar wollte ich die Wände in so einem Café/Schokoladenbraun streichen. Ja, der Braunton ist eigentlich sogar ganz cool oder so ein bisschen mehr rötlich vielleicht, so in etwa, so wollte ich das ungefähr haben. Da muss natürlich ein Esszimmertisch, der ungefähr hier hinkommt, rein und ein Sofa. Das Sofa kommt dann hier hin. Der Wohnzimmertisch ist tatsächlich schon bestellt, aber ich finde hier leider kein passendes Sims-Pendant. Also so in der Art sieht er ungefähr aus. Also er hat quasi hier so Metallbeine, die so einmal hier rumgehen. Ja, die Stühle passen hier leider nicht hin. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir wohl den Tisch mal austauschen, aber dafür sind die Stühle sehr akkurat, sowohl in der Farbe als auch im Aussehen. Also die Stühle gehen echt hier quasi noch so ein bisschen weiter, aber so ähnlich ungefähr. Jetzt ersetzen wir den Tisch einfach mal. Ja, wir machen jetzt hier einfach mal einen Glastisch raus, aber ihr wisst ja ungefähr, wie er aussieht. So, die Stühle stehen ungefähr so. Dann brauchen wir ein Sofa. Das Sofa hat quasi die gleiche Farbe wie die Stühle ungefähr. Ja, so ein bisschen in die Richtung geht das Sofa lustigerweise. Also das ist ungefähr die Farbe. Aber in echt sind die Lehnen hier so ein bisschen weiter unten, so kann man sich das vorstellen. Aber es kommt schon recht nah ran. Was natürlich in einem Wohnzimmer auch nicht fehlen darf, ist ein Fernseher. Man will ja auch schließlich Sachen auf einem größeren Bildschirm gucken. Da sind so ein paar Regale ganz gut, die ich hier hin machen wollte. Ich finde auch diesen Braunton eigentlich ganz cool, das hat was. Natürlich dürfen auch ein paar Pflanzen nicht fehlen, die begrünen das Ganze so ein bisschen. Das ist jetzt natürlich schwierig, da habe ich jetzt noch keine parat. Oh, die wären natürlich irgendwie cool. Irgendwie so vielleicht. Allgemein, was ich so an die Wände machen will, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher. Gibt es hier nicht ein bisschen was Moderneres? Jetzt tue ich mich hier gerade echt ein bisschen schwer. Oh, was ich auch total cool finde, sind diese Holzpaneele. Ich habe mir fast überlegt, ob man die so hier an die Stelle an die Wand macht und dann vielleicht auch in einer dunkleren oder vielleicht sogar helleren Farbe irgendwie so. Ich finde, das sieht eigentlich schon mal ganz cool aus. Ich probiere das jetzt einfach mal. Oder die Paneele irgendwie hier hin? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich habe das auch noch nie gemacht. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen unrealistisch, aber wir können es jetzt hier ja mal so ein bisschen platzieren. Oh, ich liebe ja diese Lampen, die in diesem kleinen Käfig sind. Irgendwie so eine fände ich echt cool. Ich glaube, die wird sich hier auch so über dem Esszimmertisch ganz gut machen. Ich hänge jetzt hier einfach mal so ein Bild auf. Die Karte ist eigentlich ganz nett und vielleicht in einem anderen Holzton. Boah, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Hier ist dann noch Platz für ein kleines Regal. Da habe ich mir vorgestellt, sowas in der Art. Aber ich bin nicht der ordentlichste Mensch manchmal, deswegen vielleicht am besten mit geschlossenen Türen. So vielleicht, so könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Vielleicht könnte man ja hier noch so Regalbretter oder so an die Wand machen. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Damit hätten wir das Wohnzimmer auch abgeschlossen. Gehen wir mal weiter ins Schlafzimmer. Da wollte ich hier den Schrank hinstellen. Gut, ich habe den auch schon bestellt. Deswegen überlege ich gerade, welcher hier ungefähr so ähnlich aussieht. Der in Grau. Und ihr müsst euch vorstellen, von den Maßen passt es jetzt leider nicht so gut. Der ist ein bisschen größer, der geht quasi von hier bis hier. Und der hat hier auch diese Holzpaneele hier so an einer Stelle runterlaufen. Machen wir mal weiter mit dem Bett. Das Bett ist quasi so ein bisschen aus so einem Stoffmaterial und geht hier nochmal so hoch. Oh, das hier kommt dem einigermaßen nah.
Wollen wir jetzt mal hier schwarz nehmen? Schade, dass es hier kein Grau gibt. Das passt deutlich besser, finde ich. Wir machen es jetzt einfach mal so. Vielleicht lässt sich da nachher noch was ändern. Jetzt kommt natürlich auch wichtig der Schreibtisch. Der wird hier in der Mitte stehen. Das ist ein Stehschreibtisch. Das war mir ganz wichtig, weil so lange sitzen ist leider nicht ganz so spaßig manchmal. So ungefähr in dem Stil. Die Platte ist oben auch wieder dieses Holz. Aber stellt euch vor, die Füße bzw. die Beine sind so schwarz. Und der kann natürlich hoch und runter fahren. Ich werde höchstwahrscheinlich den Stuhl, den ich aktuell habe, mitnehmen. Das wäre ja so ungefähr dieser hier. So, der Schreibtisch geht in echt wahrscheinlich so hier einmal drüber. Und was wir jetzt mal versuchen, könnte man den hier so ein bisschen künstlich zu verlängern. So ungefähr. Ja, das kommt schon eher hin. Dann brauchen wir natürlich mein PC-Setup, was ich hier habe. Oh, das passt relativ gut. Oder vielleicht auch so. Das ist natürlich hier ein großer Bildschirm, aber bei mir sind es zwei kleine, aber so ungefähr sieht es dann aus. Dann dachte ich, eine ein bisschen specialigere Lampe wollte ich haben. Boah, wir haben so viele Lampen mittlerweile. So eine wäre ja echt witzig, aber nee, das ist, glaube ich, nicht ganz realistisch. Ja, sowas in die Richtung eventuell. Oder man stellt die Lampe vielleicht auch hier so in die Ecke. Das hat irgendwie was. Das hat auch irgendwie was. Ich versuche jetzt mal den hier, den Kandidaten einmal unterzubringen. Boah, so einen kleinen Würfel könnte ich mir vorstellen, so in dem Muster hier irgendwie noch unterzubringen. Einfach hier so eine kleine Ecke, die sowieso nicht so richtig benutzt werden kann. Da ist das eigentlich ganz cool. Ah, da ist auch wieder das Problem. Wir haben so viele Lampen, aber so eine, die ich haben will, wäre jetzt hier, glaube ich, nicht dabei. Die ist ja auch mehr oder weniger nur Deko. Ich glaube nicht, dass ich die so oft anmachen würde. Vielleicht auch so in Grau oder nochmal ein Farbakzent. Wir haben ja jetzt hier Blau mit reingebracht. Jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen was für die Wände. Es wäre eigentlich auch ganz witzig, hier so einen Plumbob hinzuhängen. Ich habe tatsächlich schon einen Plumbob ausgedruckt bei mir rumliegen. Der hier so vielleicht an der Wand. Dann würde das auch, wenn ich ein weiteres Facecam-Video mache, hier auch im Hintergrund zu sehen sein. Und hier kommt, glaube ich, wieder eine größere, coole Pflanze hin, was auch immer wir hier so haben. Ein bisschen grün schadet nie, aber es muss natürlich auch hier irgendwie reinpassen. Nee, die ist deutlich zu groß. Ja, vielleicht so eine kleinere Palme oder so irgendwie. Boah, ich werde gefühlt von der Auswahl hier fast erschlagen. Ich fände ja auch so ein Kaktus irgendwie witzig. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Jetzt kommen wir mal zu den Farben. Ich wollte auf jeden Fall eine Wand in so einem Grauton streichen. Da können wir jetzt auch mal wieder hier auf die Farben zurückgreifen. Aber nicht zu dunkel, weil sonst wird das, glaube ich, ein kleines bisschen farblos. Oder man bringt noch mal ein bisschen mehr Kontrast rein, beziehungsweise noch eine andere Farbe, vielleicht auch so ein Blauton. Na, obwohl, ist jetzt nicht ganz so meins. Ja, das hätte irgendwie auch was. Das ist jetzt so ein Grau mit so einem leichten Lila-Stich. Ja, in der Kombi eigentlich auch ganz cool. Ich schaue noch mal, ob ich einen realistischeren Farbton für die Schränke finde. Ja, doch, die sind fast eher so. So trifft es das besser. Und ich versuche das jetzt mal hier mit Tricksen nachzustellen. Ja, jetzt sieht der Schrank recht realistisch aus. Ja, jetzt fehlt hier nur noch vielleicht ein bisschen was Größeres für die Wand. Ich habe da jetzt spontan was im Kopf, was ich gesehen habe. Ist bloß natürlich wieder die Frage, ob es das hier auch gibt. Ach, schade, das gibt's hier leider nicht. Ah, doch, hier, so ungefähr. Sowas vielleicht, bloß in deutlich kleiner. Jetzt irgendwie so und das auch in Grau. Ah, ja, ich glaube, jetzt bekommt der Raum langsam Charakter. So stelle ich mir das eigentlich ganz cool vor. Ich habe jetzt nochmal den Boden ausgetauscht. So sieht er eher aus, aber nicht so streifig. Ah, ich finde, das Wohnzimmer wirkt auch durch diesen realistischeren Boden auch gleich ein bisschen besser. Jetzt gehen wir mal weiter. Die Küche ist ja bereits so ungefähr vorgefertigt. Da muss ich einen Kühlschrank reinpacken. Ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel Spektakuläres. Vielleicht hier irgendwie so hin. In echt ist das hier alles ein bisschen kleiner, müsst ihr euch vorstellen. Obwohl, hier könnte man noch so ein kleines Regal hinpacken. Das macht ja immer Sinn, dass man noch ein bisschen mehr Platz hat. Oh, jetzt setzt auch wieder so leichte Überforderung bei mir ein. Was könnte man denn da hinstellen? Vielleicht so einen in der Art.
Jetzt bräuchten wir vielleicht noch einen höheren Schrank. Ich habe zuerst an sowas gedacht. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt vielleicht ohne den Spiegel oben, aber wir benutzen jetzt einfach mal den hier. Ja, so ungefähr trifft es das. Natürlich nicht das Geschirr, was da drin ist. Das sieht ganz grauenvoll aus. Aber vielleicht hier so ein Schränkchen noch daneben. Ja, vielleicht auch einfach weiß. Das würde natürlich auch gehen, hier mit dem Weiß zusammen. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch ein größeres Regal. Das wäre noch ganz praktisch. Auch am besten wieder geschlossen, dass man da nicht den ganzen Krusch sieht. Schauen wir jetzt mal, was es da so für Farben gibt. Vielleicht weiß. Also bei der Küche bin ich mir aktuell am unsichersten. Irgendwie so könnte das, glaube ich, ganz gut werden. Oder man stellt es noch weiter so hin. Den Schrank kann man quasi öffnen, da würde dann die Mikrowelle reinkommen. Und was ich hier natürlich noch vergessen habe, das Waschbecken befindet sich ungefähr hier. Das Bad bietet jetzt auch nicht so viel Spielraum, um das noch großartig zu dekorieren. Aber wir versuchen es jetzt einfach trotzdem mal. Hier wollte ich auf jeden Fall so ein kleines Schränkchen noch haben. Man kann ja nie genug Platz haben manchmal. Ihr müsst euch quasi vorstellen, das ist nicht so ein Handtuch, sondern hier sind so Handtuchhalter irgendwie. Oder so vielleicht. Ah, das ist jetzt hier alles ein bisschen knapp. Und man braucht natürlich hier noch ein weiteres wichtiges Utensil, möchte ich sagen. Das kommt hier noch an die Wand. So muss das aussehen. Genau, hier kommt eine Waschmaschine hin. Die sollte ganz schlicht und ergreifend weiß sein. Das gibt's hier auch. Und ein Wäschekorb wird ebenfalls benötigt. Den stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Oder vielleicht dann auch wieder in einer anderen Farbe. Das kann man ja alles noch später sich überlegen, wenn ich dann mich hier ranwage an die Badezimmermöbel. Damit wären wir im Prinzip auch schon fast durch. Was ich noch so ein bisschen überlegt habe, wo ich aber noch nicht ganz weiß, ob ich das so mache, ein Kuhfell mir ins Wohnzimmer zu legen. Aber das sollte nur vegan sein, weil mir die Kuh sonst ein bisschen zu doll leid tut. Ich mag einfach dieses Muster ganz gerne. Ungefähr so, ja. Das würde es, glaube ich, treffen. Ich lege den jetzt einfach mal so hin. Ich muss sagen, das Wohnzimmer finde ich fast den schönsten Raum so. Das Schlafzimmer gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Die Küche, ja, da muss man natürlich nochmal schauen, wie das alles funktioniert. Man braucht ja auch immer die passenden Möbel, die da so hinpassen. Und hier könnte man dann irgendwie so ein Schuhregal noch unterbringen. Darf natürlich auch nicht fehlen. Die Jacken könnten dann auch hier in den Flur. Ist ja sehr naheliegend. Ich probiere das jetzt einfach mal hiermit zu symbolisieren, so ungefähr. Und damit wären wir im Großen und Ganzen auch durch. Schreibt mir auf jeden Fall, wie ihr meine Einrichtung so findet. Und nochmal eine kleine Info an alle. Dadurch, dass ich jetzt schon im Umzugsprozess bin, wird es in den nächsten 1 bis 3 Wochen einfach weniger Videos geben. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das allererste Video dann in der neuen Wohnung mit einem neuen Hintergrund. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video.